So, und ich habe jetzt beschlossen gehabt, auch wenn ich jetzt nur Weshalb 2 Sekunden reise ich jetzt nicht? eine Pause gehabt habe, dass ich das jetzt Ist zu gut geschützt. hacke. Na, es hat sich erledigt. Anscheinend bin ich eh nicht mal Meisterstufe beim Hacken. Komisch. Ich habe mir gedacht, ich habe das schon aufgeskillt. Naja, dann ist egal. Dann hacke ich das halt nicht. Und ich würde mal sagen, jetzt gehen wir zu Kasumi. Endlich. Da waren wir schon, oder? Bei der Negerfrau. Ja. Entschuldigung, ich will hier nicht irgendwie blöd rüberkommen gegenüber schwarzhäutigen Menschen. Hier geht's hoch. Ja. Ich schaue mir immer alles um. Ich weiß, es nervt vielleicht. Aber ja, mein Gott. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Du gehst hier nicht her. An was arbeitest du denn Was hier? arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Ja. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Die Wahrheit, ich bring dich nach Hause. Du bist kein Sünd. Kasumi, hör mir zu. Du bist kein Sünd. Glaub mir, ich habe darüber nachgedacht, dass man es nie genau weiß. Aber es beantwortet so viele Fragen. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Hast du einen Beweis dafür, ein Zünd zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache. Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Du bist kein Ersatz, du bist verwirrt. Kasumi, ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt mal an seiner Identität. Das ist Teil des Lebens. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Problem in Arcadia ist deine Entscheidung, du kommst mit mir. Ich helfe. Hilfe anbieten. Wenn da was läuft, kann ich helfen. Sag mir einfach, was los ist. Ich weiß nicht, wie du. Moment. Natürlich kannst du helfen. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Wovon redest du? Wo soll ich nur anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie Ja. enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Du vertraust Dima nicht? Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran. Aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen, aber es ist abgeschlossen.
Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich hacke das Terminal bei der nächsten Besprechung mit Hirn. Ich kriege das hin. Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück. Komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Optional, sprich mit Dima, Dicke. Zum Lagerraum. Optional, optional, optional. Okay. Okay, ich kann das erstmal hacken, oder? Ach, das ist das Lager. Okay. Soll ich jetzt mit dem reden, also offen sein, oder soll ich lieber... Ich verstecke mich. Hey. Ja. Psst. Sei leise. Stachler, das ist zu auffällig. Verstecken und warten. Okay. Ich speichere noch schnell kurz ab. Nicht, dass es vielleicht doch eine blöde Idee ist, dass ich jetzt das hier heimlich mache. Aber wer weiß, vielleicht stimmt es sogar, was sie gesagt hat. Mal schauen. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation.
Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Oder hätten wir doch lieber mit ihm reden sollen? Dann hätten wir das vielleicht machen können. Jetzt können wir das nehmen und das auch heimlich machen, oder wir können mit ihm reden. Wenn wir mit ihm reden, dann wird er vielleicht natürlich sauer werden, aber ich will, dass er es weiß. Ich rede jetzt mit ihm. Oder? Was würdet ihr sagen? Schreibt es in den Kommentaren. Und macht hier mal eine kurze Pause. Also ich mache jetzt keine Pause. Das habe ich jetzt nicht gemeint. So, jetzt da oben. Gut. Oh, die ist immer noch zu. Ist blöd. So. Ich muss mit dir reden, Amigo. Hey, Dima. Ja, was denn? Einige deiner Erinnerungen. Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Wie sieht der Plan aus? Auf keinen Fall, ich höre zu. Gut, ich höre zu. Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaba, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Deine Erinnerungen, Fahaba, Sicherheit, Kinder des Atoms? Oh, du sorgst für Fahabas Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fahaba ist unsere Beziehung nicht die beste. Okay, deine Erinnerungen? Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Zündprototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Was? Kinder des Atoms gleich? Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja. Ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fahaba vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Fahaba beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Oh, das hört sich nicht so gut an. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und... Ja, gib dich als Rekrut aus, pipapo. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Peace. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Aber bis zur nächsten Folge. Peace.